Moin, mein Name ist Annalena Habersetzer und ich bin Verkaufsberaterin für das südwestliche Schleswig-Holstein. Ich stehe hier vor unserem diesjährigen Maisversuch auf unserem Versuchsstandort in Ostenfeld. In unserem Maisversuch testen wir nicht nur Herbizidvarianten, sondern auch Biostimulanzien mit ab. Im letzten Jahr haben wir gute Ergebnisse für unsere Biostimulanzien Megafol und Nutribio-N erzielen können. Megafol besteht aus Extrakten der Braunalge, kombiniert mit Mikronährstoffen und kann der Pflanze bei abiotischem Stress helfen und dadurch den Ertrag stabilisieren. Gerade bei Einmalbehandlungen oder bei Herbizidmaßnahmen mit Sulfonylharnstoffen kann der Mais geschädigt werden und dies kann natürlich Ertrag kosten. Durch das Zumischen von 2 Liter Megafol pro Hektar kann dieser Stress gemindert werden. Dies haben wir auch letztes Jahr in unserem Maisversuch hier in Ostenfeld gesehen. Da konnte durch den Einsatz von Megafol der Trockenmasseertrag und auch der Stärkeertrag gesteigert werden. Deswegen lautet meine Empfehlung, 2 Liter Megafol zur Herbizidmaßnahme mit dazu zu mischen. Auch mit Nutribio-N konnten wir sehr gute Ergebnisse im Mais erzielen. Nutribio-N enthält den Bakterienstamm Azotobacter salinestris und dieser ist in der Lage, Luftstickstoff zu fixieren. So können ca. 30 bis 40 Kilogramm Stickstoff pro Hektar fixiert werden. Die Fixierung erfolgt über Blatt, Wurzel und Wurzeloberfläche. In der Nutribio-N-Variante im letzten Jahr haben wir den Stickstoff um 40 Kilogramm pro Hektar reduziert und haben aber im Vergleich zur vollgedüngten Variante den gleichen Trockenmasseertrag geerntet und dabei sogar leicht bessere Stärkeerträge erzielt. Von daher lautet meine Empfehlung, 50 Gramm Nutribio-N zur Maisherbizidmaßnahme mit dazu zu mischen, möglichst im 3- bis 6-Blattstadium des Maises. Bei weiteren Fragen zu den Biostimulanzen können Sie sich gerne an mich oder an meine Kollegen aus Schleswig-Holstein wenden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.